Heute wollte Lennart seiner Mutter eine Geschichte erzählen. Dann ist die Nachbarin von gegenüber gekommen und hat die ganze Zeit geredet. Und Lennart ist gar nicht zu Wort gekommen. Aber jetzt ist Lennart im Grummeltal. Oh, hallo, Herr Maulwurf. Ist heute Ihr Aufräumtag? Oh, auweia. Auch noch was gut. Da sind ja Karl und Penny. Auch noch einen Tropfen. Und hier ein Schlückchen zu trinken. Hallo Penny, hallo Karl. Was macht ihr denn da? Moment, Lennart. Ich muss nur noch die Blume hier gießen. Fertig. Wir schauen uns die Blümchen an. Sieh mal, wunderhübsch diese hier. Und die da. Eine richtige Regenbogenblüte. Hm? Schön. Und was ist mit dieser hier? Oh, hier, trink ein Tröpfchen. Haha. Hey. Wer hat Angst vor dem blauen Grummler? Ruhe, Morty. Wir führen hier gerade ein blumiges Fachgespräch. Und zwar über sehr vornehme Blumen. Dann unterhaltet euch doch mit euren blöden Blumen. Ich sag nichts mehr. Puh. Blöde Blumenquatscher. Oh, was ist das denn? Wie geht denn das? Na, warte. Kannst du nicht leise sein? Das sind sehr zarte Blüten. Ach du Arme, dieser Krach musste ja an den Blütenblättern wehtun. Die Hupe ist doch zwei Nummern zu groß für dich, du Blauknirps. Na, das weiß doch jeder. Je lauter die Hupe, desto kleiner die Nase. Oh, kriegst mich nicht. Giftzwerg. Will Morty jetzt nur noch hupen? Aber das macht doch einen Krach, dass einem die Blätter abfallen. Stimmt. Morty soll lieber grummeln. Das finde ich viel schöner. Blöde grüne Zankgurke. Auweia, die blaue Grummelblume. Oh Mann, was habt ihr denn hier gemacht? Das ist doch die wichtigste Blume im ganzen Grummeltal. Oh nein. Oh, diese Mütze ist doch viel zu warm für dich. Ihr dummen Blumentöpfe. So. Hey Morty, du bist ja ein echter Blütenzauberer. Ach, das weiß doch jeder Nasengrummler. Aber bei Hupenlernen brauchen die Blumen eine Mütze. Ja, und ich auch. Hupenalarm.